Hallo Freunde, willkommen zurück zu GTA 5 Online. Ja, ihr seht es hier, ich habe mir einen neuen Wagen zugelegt und ja, den tune ich jetzt mal erstmal ein bisschen. Ich weiß, es ist ein bisschen Geldverschwendung, weil ich noch kein Haus habe und, aber ich finde die Karre hier einfach cool, die will ich behalten. Ist alles noch nicht freigeschaltet, Mist, ey. Dann baue ich zumindest mal hier so einen Schutz vor Diebstahl ein, so einen Peilsender. Zack, gekauft. Und die Vollkasko nehmen wir auch noch. Nummernschild. Ach hier, das sieht doch ganz cool aus. Nehmen wir auch noch mit. Und ja, ich würde sagen, dann begeben wir uns mal wieder ein bisschen auf die Straße und suchen die Herausforderung. Tja, in der letzten Folge... Ach ja, das war die Reise nach Jerusalem. Oh, sieht aber schon lässig aus, die Karre. Und vor allem, sie hat mächtig Power. So, und wenn wir die dann später auch noch tunen können, wenn wir ein bisschen... Oder ein bisschen besser tunen können, wenn wir ein bisschen ein höheres Level haben. Ey. Dann, geht die richtig ab. Aber jetzt ist es so, dass wir tatsächlich dann erstmal wenigstens immer einen Wagen parat haben. Das ist ja auch schon mal ganz geil. Was machen wir heute? Ich bin ehrlich gesagt noch so ein bisschen ideenlos. Ich würde sagen, da wir Lester jetzt freigeschaltet haben, besuchen wir einfach mal Lester. Mal gucken, was der für uns hat. So, der ist nicht allzu weit weg von hier. Das dauert nicht zu lange. 850 Meter, hallo? Perfekt. Das soll so sein. Oh, dieser Sound, herrlich. Sehr nice. Also diese Karre, die will ich tatsächlich irgendwann in den späteren Folgen nochmal richtig auftunen. So, hier sind wir auch schon. Das kennen wir ja aus der Story noch. So. Parken wir mal hier schön, vorbildlich. Und dann gucken wir mal, was Lester so für uns hat. Begib dich zu Lester. Machen wir doch glatt mal. Welcome to Paradise. If your idea of Paradise is a place where a sick, creepy voyeur can spy on anyone in the country with total impunity. Actually, I guess that kind of is the American dream, huh? Anyhow, I digress. You have made a big name for yourself. And that name is Dangerous Idiot, who's just waiting to get robbed. So do yourself a favor and put some of that, not so hard earned money into real estate, and you can be a real player, just like me. Jesus, as I say that, I realize how depressing and pathetic I've become. I'm a mess, you know, take pity on me. End it now, kill me, ah! And I thought it was funny. Okay, well, like I said, put some of that money into property. There's already people who want to rob you soon enough. There will be people who want to kill you. And if anybody gets particularly fresh, just give me a shout. I can put a bounty on them, and every whack job in the state will want to get them off your back for you. Of course, you never know. Maybe someone asked me to do it to you. Well, that was awkward. Alles klar, ein paar nette Infos hier von Lester, der im Prinzip uns, ja, geraten hat. So, wie gehe ich denn jetzt zum Beispiel hier auf... Okay, wir treten den Job einfach mal bei, aber irgendwie kann man auch auf Abruf bleiben. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert. Das ging auf jeden Fall auch. Nun gut, es sind schon einige Leute dabei. Von daher denke ich, wird es hier relativ schnell losgehen. Ich bin gespannt. So. Ja, was hat Lester uns gesagt? Im Prinzip können wir ihn jetzt anrufen, wenn wir irgendwie verfolgt werden von den Polizisten, wenn uns irgendjemand anders auf die Eier geht. Also von den Polizisten, um dann das Fahndungslevel zu senken. Wenn uns irgendjemand anders auf die Eier gehen sollte, um ja, ein Kopfgeld auf ihn auszusetzen.
Er hat uns geraten, Geld in Immobilien zu investieren, weil, haha, jemand will uns ausrauben. Na, sollen sie doch herkommen. Okay. 3-2. Nun gut, das machen wir trotzdem klar hier. Und ich muss tatsächlich sagen, es wird mal Zeit, dass wir unsere Klamotten wechseln. So, das ist irgendwie nicht so schick. So, in 17 Minuten geht's hier los. Wir schauen uns mal die Statistik an. Also wir sind tatsächlich noch ziemlich 0,76 Kills Tode. Wir sind ein sauberer Spieler und haben den Status eines Hustlers. Nun gut. Ich hoffe, dass wir da jetzt mal ein bisschen drüber hinauskommen und hier ein bisschen was reißen. So, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir machen müssen, aber es wird was sein gegen ein anderes Team. Last Team Standing, alles klar. Also es ist doch tatsächlich eine reine Ballerei. Gut, gut. Wir folgen unserem Partner hier mal. Ich denke, dass das nicht so eine schlechte Idee ist, hier hochzugehen. Kann man hier rüber gehen? Oh, das sieht mir ziemlich wackelig aus, ehrlich gesagt. So, die anderen beiden kommen. Von wo? So, die lauern da, gucken da um die Ecke. Okay, es wird auf unseren Partner geschossen. Ich sehe ehrlich gesagt noch niemanden. Ah, schade, hier unten läuft er. So, ich denke, die kommen jetzt tatsächlich da die Treppe hoch. Also, das könnte jetzt unsere Chance werden. Nein, warum kriegt er uns denn? Das gibt's doch nicht. Was, Verlierer? Unfassbar. Hä? Ey, kommt, wir haben viel mehr Schüsse auf ihn abgegeben. Oh, das gibt's doch nicht. Das sind doch Cheater. Ne, keine Ahnung, wahrscheinlich. Ah, Mist, hat da jemand von hinten uns, auf uns geschossen? Vermute ich, dass der andere Spieler da irgendwie schon irgendwie in der Nähe war. Nun gut, ist wie es ist, schade. Gut, gab jetzt auch nicht so viel Kohle, muss man auch mal ehrlich sagen. Aber es ist hier so eine kleine Anfängerrunde, wenn ich das richtig sehe. Nun gut. Ach, schade, ey. So, wählen die hier noch irgendwas anderes? Dann bin ich nochmal dabei. Hafen, was gibt's hier? Gibt's da einen schönen Rat, die Sehenswürdigkeiten von... Ne? Ach, das ist hier so ein Dings. Na, sag mal, das war so ein Fallschirmsprung, das hatten wir eigentlich schon. Was muss man hier machen? Ich bin tatsächlich eher mal für ein Rennen. So. Schauen wir mal, ob sich da noch wer anschließt. Aha, es wird geladen. Wahrscheinlich gibt es keine Übereinstimmung. Kann das sein? Oder doch? Schauen wir einfach mal schnell. Also das war gerade auf jeden Fall eher so eine, ich sag mal, eher uncoole Mission, weil schnell vorbei. Und gefühlt, ey, haben wir eigentlich alles richtig gemacht. So, also wir haben schön draufgehalten. Haben auf jeden Fall die ersten 3 Schüsse gesetzt, bevor er auf uns schießen konnte. Aber nun gut, vielleicht hätten wir mal den Kopf anvisieren sollen. Aber ganz egal, man lernt nie aus. So, jetzt gibt es hier erstmal ein schönes Autorennen mit kleinen, schönen Sportwagen. Oh, cool, ey. Also ein Rennen haben wir gefahren oder sogar schon 2. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben wir die oder das Rennen gewonnen.
Oh, schön. Also ich nehme den kleinen hier. Der gefällt mir auf jeden Fall am besten. Sehr schön. Den habe ich, ich weiß gar nicht, ob das, habe ich das aufgezeichnet? Ha, da bin ich mit den Leuten in der, ja, kann sein, ich glaube in der letzten Folge sogar. Da hatte ich doch, oder hatte der eine, mit dem wir zusammen die Mission gemacht haben. Und zwar, welche Mission war das? Da mussten wir auch, ich glaube, irgendwelche Drogen mal wieder besorgen. Hatte so einen aufgetunten goldenen, ich nenne es jetzt einfach mal Porsche. Und da bin ich doch mitgefahren. Das war auf jeden Fall der Hammer. So. Wir wetten mal nichts. Wir wollen einfach so den Sieg. 3, 2, 1, go! Oh, ich bin gespannt. Cool, ich habe richtig Bock. Auf geht's. Rennen auf dem Go! Ich find's unfair, dass die vor uns starten. Es gab kein Qualifying, aber egal. Oh, Traumstart. Sehr schön. Oh, wir scheinen ohne Verkehr zu fahren. Das scheint, dass der Host den Verkehr ausgeschaltet hat. Das ist natürlich cool, weil relativ einfach dann. Man hat eine ziemlich breite Fahrbahn und kann hier gut cruisen. Aber da höre ich schon, von links werde ich überholt. Oh Mist. Ah, danke. Ah, ätzend, ey. Wir drehen ihn, er dreht uns. Nun gut, wir sind noch dran geblieben. Nichts passiert erstmal. Eieiei, wo haben die denn ihren Lappen gemacht? Habt ihr gesehen, wie dieser orange Drecksack nur darauf aus ist, unser Heck wegzuschieben? Ich hoffe, er hat sich jetzt schön gecrashed. Seht ihr das? Was für ein Arschloch. Ah, ätzend. Ah, Mist. Nun gut, sie fahren hier vorne gleich, aber das war natürlich jetzt ärgerlich. Da habe ich mich ein bisschen von meinen Gefühlen leiten lassen und wollte ihn einfach auch mal schön wegschubsen. So, aber wir sehen mal zu, dass wir da hier nochmal rankommen. Ich meine, die beiden, die könnten sich vielleicht auch nochmal in die Quere kommen. Oh, das ist wieder eng hier mit unserem Idiotenfreund. Sehr schön. Also es könnte noch mal spannend werden. Gut genommen, die Kurve. Ach, schade. Da hält mich dieser Pfeiler auf. Bin ich aber auch ein bisschen zu wild in die Kurve rein. Muss ich gestehen. Aber noch ist hier nichts vorbei. Ah, wobei jetzt wird es schwer. Auf der langen Gerade. Ja, da vorne ist das Ziel. Nun gut, Platz 2. Immerhin. Ja, schade, schade, schade. Wenigstens diesen orangen Drecksack haben wir hinter uns gelassen. Ja, ich denke, Boots, wenn du das siehst, schreib unbedingt in die Kommentare. Ich denke, du wärst stolz auf mich, denn ich muss dazu sagen, Boots ist der Rennfahrer von uns. So. Ah, hier fehlt noch einer. Oh, wir haben tatsächlich alle, glaube ich, sogar dieselben Wagen genommen, außer der Erstplatzierte.
Ja, ich glaube, er ist zu Recht da hinten. Naja, Zweiter, immerhin. Zweiter ist nicht Erster, ich weiß, aber ey, komm, das konnte sich sehen lassen. Das war ganz witzig. So. Cool, cool. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, Leute, es hat euch auch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein, wenn es heißt Let's Play GTA 5 Online. Bis dahin, euer Denato. Macht's gut. Ciao.